Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Du bist gar kein Ork. Wie bist du hier rein? Blitzmerker. Wer bist du? Mein Name ist Wenzel. Ich bin Paladin und komme aus Montera. Habe dort gegen die Orks gekämpft. Ja, genau. Also wie gesagt, Wenzel ist Paladin, wurde gefangen genommen. Den Feuerkelch von Wenzel haben wir ja schon abgekauft. Das können wir eigentlich gleich mal kundtun hier. Ich habe deinen Kelch gerettet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kelch muss zu den Feuermagiern. Es ist ein Feuerkelch. Sehr selten und äußerst wertvoll. Mehr weiß ich leider auch nicht über das Ding. Ja, wenn du noch dazu sagen würdest, zu welchen Feuermagiern, wäre das sehr praktisch gewesen. Es hilft nämlich nichts, wenn wir zu irgendeinem Feuermagier hier in Myrtana gehen, aber das werden wir später noch alles mitkriegen. Was ist in Montera passiert? Eines Morgens, kurz bevor die Sonne aufging, hatten die Orks die Stadt umstellt. Das war dann das Aus. Fast die Hälfte von uns fanden den Tod. Alle anderen wurden versklavt. Tja, das Leben ist hart, mein Freund, vor allem im Krieg. Wo liegt dieses Montera? Im Norden. Du musst das Gebirge, das die Küste vom Inland trennt, überqueren, um dorthin zu gelangen. Das wird dann auch unser nächstes Ziel sein, aber wir machen halt erstmal hier die Küstenregion fertig und dann machen wir uns auf nach Montera. Warum bist du Gefangener und kein Sklave? Einer ihrer Sklavenjäger hat mich hierher verschleppt und mich an die Orks verkauft. Seitdem kommen die Orks jeden Tag zu mir und verhören mich. Ich soll ihnen verraten, wo sich das Rebellenlager Redok befindet. Ja, das werden wir denen dann später verraten, aber psst. Was weißt du über Redok? Redok ist hier an der Küste der einzige Zufluchtsort für uns Rebellen. Ich werde eher sterben, als jemanden zu verraten, wo sich meine Brüder versteckt halten. Wie du meinst? Wo gibt es noch Rebellen außer in Redok? Sie sind überall. Im ganzen Land gibt es Gruppen, die sich den Orks entgegenstellen. Sie verstecken sich im Wald, in Höhlen oder in den Klippen. Die Orks werden sie niemals alle finden. Wir werden erst tun, wenn unser Königreich wieder frei ist. Nee, vor allen Dingen deshalb werden sie die niemals alle finden, weil die so wahnsinnig toll versteckt sind. Also da hat man manchmal welche, die sind einfach auf dem Weg, da ist einfach ein Lager direkt neben dem Weg errichtet. Das wird niemals gefunden werden oder manchmal direkt in Sichtdistanz zur Stadt, wie wir das ja auch schon quasi bei Ardea mit Redok hatten. So stellen die sich überall an, also das sind wahnsinnig tolle Verstecke, immer. Ja, und das werde ich nicht sagen hier, das letzte. Ich will jetzt aber mal ausprobieren, ob ich Wenzel umnieten kann, weil ich ganz gern sein Schild hätte. Übrigens, was ich nicht erwähnt hatte damals, als wir Lester gesehen hatten, damals vor Ardea, hätten wir den auch schon mal umnieten können. Er hätte es uns verziehen, ist ja einer unserer Freunde. Und der trägt nämlich ein Quest-Item bei sich, was wir später in Marant brauchen werden. Da hätten wir gleich mal 2500 Erfahrungspunkte eingesteckt, einfach nur dafür, dass wir dieses Item erhalten. Ich dachte mir aber, das können wir auch später noch machen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wir wollen ja halbwegs fair bleiben, ne? So, da schauen wir mal, ob wir den hinkriegen und ob die Orks draußen dann nicht böse auf uns sind, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja, hacken ist jetzt gerade uncool. Nein! Oh, der haut gut rein. Nein! Okay, dann lassen wir das. War ein Versuch wert. Ich wollte mal schauen. Also wenn ich jetzt gerade nicht Let's Playen würde, würde ich das wahrscheinlich auch mal weiter probieren, bis ich den Schild hätte. Aber muss ja nicht sein. Ne? Ja, und dann können wir uns eigentlich mal mit Cyrus dann auf den Weg machen, den Ortega zu besuchen. Ich glaube, Redok lassen wir erst noch mal in Ruhe. Wir dürften noch bei weitem nicht gut genug sein, um Redok auseinanderzunehmen, auch wenn ich das dann später mal vorhabe. So, die Truhe lassen wir auch, denn das würde man mitkriegen, dass wir hier böse sind. Hier oben gibt es ansonsten auch schon gar nichts mehr, höchstens nochmal oben auf dem Turm irgendeine Truhe oder so. Mal schauen. Da könnte was sein. Das ist auch spitze hier, das Bücherregal. Vor allen Dingen so überhaupt nicht gefährdet abzustürzen, die Bücher, ne? Ja gut, egal. Ich glaube auch nicht, dass die Orks jetzt so wahnsinnig belesen sein werden. Wobei ich denke, dass Orks generell meistens als viel zu primitiv dargestellt werden. Ach, hier gibt es ja wirklich wahnsinnig viel. Das ist hier in Gothic 3 eigentlich... Ja, ich finde es insofern ganz okay gemacht, dass halt die Orks schon irgendwie als zivilisiert dargestellt werden und vor allen Dingen, dass man mal mit ihnen sprechen kann. Nicht wie in den anderen beiden Teilen, wo das einfach nur, wo sie wie wilde Tiere gewirkt haben. Auch wenn zumindest in Gothic 1 schon ein bisschen auf die Kultur der Orks eingegangen wurde,
in dem man da den Schläfertempel betreten hat und alles. Und hier scheint ein Paladin zu hängen, sehe ich gerade. Also hier hängen überall immer mal ein paar Leute rum, ne? Lasst euch davon nicht stören. Und die haben alle Paladin-Rüstungen an, sehe ich gerade. Naja, gut. Mann, 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 das hackt hier, das ist... Ich verstehe es nicht. Keine Hintergrundanwendung mehr, irgendwas laufen. Ich habe wirklich alles ausgemacht, einen Booster angemacht. Es hilft nichts. Irgendwas läuft immer und hackt mir hier voll rein. Hey Cyrus! Ach nee, noch nicht. Das können wir später noch machen. Wobei ich gar nicht weiß, ich glaube, der führt uns gar nicht zu Ortega, sondern wir müssen den dann führen. Und ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, wo Ortega ist. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Wir gehen erstmal zu Urkrass. Quatsch, nicht Urkrass, sondern Uruk. So, Bufford nochmal irgendwie ein paar Erfahrungspunkte oder so. Ich habe gehört, du bist jetzt Champion der Arena. Ja. Respekt. Schön, das war's aber auch schon. Ja, dass die Orks zufrieden mit uns sind, haben wir ja schon mitgekriegt. Und dann kommen wir jetzt auch hier rein. Halt! Einen Schritt weiter. Oh wohl. Kann ich mit Uruk sprechen? Du kannst reingehen. Uruk erwartet dich, Mora. Irgendwie klang der letzte Satz jetzt so, als hätte den jemand anders eingesprochen. Naja, gut. Uruk, mein Freund! Ja, die Chefs in den Städten, die sehen immer so aus. Ich weiß, in Adair, der hatte einen blauen Umhang. Aber der hatte auch in der Originalversion keinen Namen gehabt. Der hat dann, glaube ich, erst mit irgendeinem Patch den Namen gekriegt, den er hatte. Ich glaube, Prakatz hieß der ja, ne? Und mit dem konnte man ja auch nicht reden. Mit den restlichen Stadtanführern kann man immer reden. Und die haben immer irgendwelche weitgreifenderen Aufgaben für uns. So wie Uruk. Du bist also der Mora, der sich um die Stadt verdient. Und du bist festgefroren. Meine Krieger reden über dich. Ich hoffe nur Gutes. Sie respektieren dich. Das reicht mir. Ja, ich mache es nochmal hier Ende. Weil ich glaube, Uruk ist generell einfach festgefroren. Das ist ganz toll. Ja, was soll's. Ach nee, jetzt. Okay, jetzt ist er wieder hier aufgetaut. Dann können wir auch weiterreden. Du bist schwer zu erreichen. Wir Anführer der Orks geben uns nicht mit jedem beliebigen Mora ab. Wir haben wichtige Aufgaben für unser Volk zu erledigen. Da bleibt keine Zeit für Angelegenheiten der Sklaven. Dafür haben wir unsere Söldner. Ja, wichtige Aufgaben wie zum Beispiel den ganzen Tag sinnlos in einer Holzhütte herumzustehen. Was genau ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Rebellen in der Küstenregion auszuräuchern. Sie sind überall, selbst in dieser Stadt. Ich habe es bisher nicht geschafft, ihren Unterschlupf zu finden. Die Sklaven nennen es Redok. Ich nenne es Rattennest. Ja, mit deinen wahnsinnigen Suchbemühungen von zwei süßen kleinen Ork-Patrouillen, die den ganzen Tag immer bloß an einer Stelle herumstehen. Was hast du unternommen, um Redok zu finden? Meine Patrouillen durchstreifen Tag und Nacht die Küstenregion. Ich habe sogar einen Paladin gefangen genommen und verhöre ihn jeden Tag. Bisher ohne Erfolg. Er hat immer noch nicht geredet. Also ich sag mal so, in unserem Rollenspiel hätten die Orks den Paladin definitiv zum Reden gebracht. Da hätte man dann vielleicht so scheibchenweise angefangen, die Zehen und Finger abzuschneiden oder dann einfach nur so ein paar Scheibchen vom Arm oder irgendwas. Oder hätte ihm ein bisschen mit glühenden Zangen so zu Leibe, wäre ihm da zu Leibe gerückt, da hätte man sich schon was einfallen lassen. Also Folter ist eigentlich schon so das Mittel der Wahl, das ein Ork schon mal anwenden kann und das hätte man hier eigentlich auch tun können, aber gut. Das sind halt alles liebe Kuschelorks, ne? Die stehen dann halt neben dem Wenzel und sagen so, bitte sag uns, wo Redok ist, bitte, bitte, wir sind auch nicht böse und lassen dich wieder gehen. Oder irgendwie sowas, was weiß ich. Was ist mit den Rebellen innerhalb dieser Stadt? Sie haben einen Anführer. Ich habe noch nicht herausfinden können, wer es ist. Der Mistkerl hat eine brillante Tarnung. Finde den Kerl und gib ihm, was er verdient. Wahnsinnig brillant, die Tarnung. Naja. Ich werde Redok für dich vernichten. Große Worte für einen kleinen Mann. Ich habe dich für einen einfachen Söldner gehalten. Aber jetzt machst du mich neugierig. Zeig mir, was du kannst. Und töte den Anführer von Redok. Ich werde dich reich dafür belohnen. Ja, wenn wir Javier töten, bringt das übrigens nichts in diesem Fall. Wir müssen wirklich das gesamte Rebellennest ausräuchern. Zumal, wenn wir Javier, also sobald wir ihn angreifen, nur wir müssen ihn ja nicht mal getötet haben, sobald wir ihn angreifen, glaube ich, gehen alle auf uns los. Dann wird sofort der Rage Mode aktiviert. Es ist, glaube ich, in jeder Stadt so. Und ja, dann
gehen sie alle auf einen los, weil dann der Befreiungskampf fängt dann direkt an. So, machen wir noch das letzte hier. Was kannst du mir über Xardas erzählen? Der erste Angriff auf Faring war schon verloren, als er zu uns kam. Doch dann hat er den Morras ihre Rudelmagie genommen. Unser zweiter Angriff auf Faring hat die Burg dann in ein Schlachthaus verwandelt. Ja, also Xardas maßgeblich daran beteiligt, dass die Orks überhaupt erst den Krieg gewonnen haben, quasi, wenn man so will. Erzähl mir mehr über dieses Faring. Faring ist eine hohe Bergfestung am Pass zu Nordmar in der Nähe eurer Hauptstadt Vengard. Unsere stärksten Krieger sind dort stationiert. Für jemanden wie dich lohnt sich die Reise nach Faring nur, wenn du ein bekannter Gladiator bist. Das werden wir später noch in Angriff nehmen. Wir könnten auch jetzt schon nach Faring, dort gibt es zwei Arenen, wenn man so will, und auch zwei Gebiete, so wirklich. Wir würden momentan bloß in das Dorf Faring kommen. Die Burg würde uns vorerst versperrt bleiben, da brauchen wir einen gewissen Ruf bei den Orks als Gruppe insgesamt. Und den haben wir noch nicht, da kommen wir dann, würden wir erst später reinkommen und deswegen, ja, warten wir jetzt erstmal und machen erstmal so weiter. Und jetzt gehen wir erstmal zum brillant getarnten Typ hier. Dieses Schwein ist so brillant getarnt. So, wir haben ja auch Waffenbündel, fällt mir gerade ein, von Urkras gekriegt. Hier ist er doch, Phil. Vielleicht reicht das schon. Ich habe mit Wenzel gesprochen. Ach nee, doch nicht, schade. Sehr gut. Und? Macht er mit bei der Revolution? Davon gehe ich aus. Sehr gut. Dann geh und mach ihn zu deinem Waffengefährten. Ich werde den Rest der Stadt mobilisieren. Wir werden dir helfen, wenn du den Kampf mit den Orks aufnimmst. Nein, ich will nicht das Quest Befreie Khabdun haben. Verdammt nochmal. Ich will das nicht. Ach, du Arsch. Jetzt reiß ich dich in Stücke. Du bist tot. Du weißt es nur noch nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. So viel zieht er mir ab mit seinen verkackten Fäusten? Was war denn das jetzt schon wieder? Ah, es gibt so Momente, wo ich... Du bist die Waffe nehme ich mal lieber mit. Tot. Na warte, du blöder Knilch. Breitschwert. Los, in Stücke fetzen. Du Arsch, du wirst uns... Na warte. In die Ecke und jetzt bist du dran. Stirb. So, und jetzt einmal mitten durch die Leber. Zack. Arschloch. Das packen wir wieder ein. Das gehört nämlich uns. Mistkerl. So, hier wieder die 1 drauf. Und dann ausgerüstet. Den Schild hat er schon automatisch genommen. Das ist gut. Haben wir denn... Na eben, wollte ich mal gucken. Wer haben wir denn... Was, B? Nein, nicht B. Ich will hier schon C haben. 30 Lernpunkte. Mensch, wir haben ja ein paar Level-Ups gehabt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Da können wir mal fix noch ein bisschen auf Skerke strillen. Ja, Mann, was ist denn heute los? Auf Stärke skillen. Und es ist schon wieder am Hacken. Ich könnte echt verzweifeln hier. Wenn es wenigstens durchweg hacken würde, dann würde ich ein Spiel gar nicht erst anfangen. Wenn es durchweg flüssig laufen würde, könnte ich es in Ruhe spielen. Aber dass es immer so zwischendurch vollkommen flüssig läuft und dann immer so einbricht, das ist so sau nervig. Hey, mein Freund. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Bitte. So, Stärke plus. Weiter so. Danke. Gut. Jawohl. Jetzt haben wir schon 165. Dann lassen wir das so und machen noch auf Schwertmeister hier. Dazu bist du noch nicht bereit. Ach, puh. Ja gut, Zweihänder will ich noch nicht, will ich gar nicht machen eigentlich. Die starke Schildparade ist mir auch Wurst. Machen wir weiter Stärke. Okay, dann machen wir doch nicht Stärke. So, aber wir können mal hier bei, wie ist er, Deckard, können wir mal verkaufen gehen. Und dann sollten wir genug Geld für weitere Stärke haben. Ne, Urkras? Ach so. Warum sind die jetzt eigentlich alle gelb? Das stört mich gerade. Ist das dein Ernst? Nein, zu Seruk will ich doch gar nicht. Ich will zu Cyrus. Wobei, wir könnten eigentlich mal... Moment. Seruk? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei.
Haben wir hier falschen Rausreden, Schlösser knacken, Taschendiebstahl. Du hast nicht genug Gold dabei. Ja, natürlich nicht. War ja klar. Wenn ich für das andere nicht genug Gold dabei habe, dann auch nicht hierfür. Hier, Deckard, da will ich hin. Zeig mir deine Ware. Jawohl, zeig mir deine Ware. Du hast 4800, das ist I.O.